Moin Leute, Trimax hier. Wir greifen das nächste Minecraft-Projekt an. Und zwar zocken wir jetzt Skyblock mit Rumatra und Spark of Phoenix. Wird sehr geil. Jetzt blenden wir nochmal die Erklärung ein, was hier eigentlich geht. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Genau. So, wir fangen jetzt ganz langsam an, das zu erklären. Wir sind jetzt hier auf unserer eigenen Insel. Die Welt, die können wir dann ausbauen. Ja. Wir haben hier Bäume drauf und ein bisschen Gras. Und um an Ressourcen zu kommen, haben wir auch schon ein Minion parat. Das steht hier vorne und farmt sich Cobblestone ab. Tada! So. Und das kann man rechts klicken. Und das wird jetzt Stein abbauen per Hand. Und man kann die dann aus dem Inventar von dem rausnehmen. Collect und all. Achtung, jetzt baut das gleich da. Sieht, es baut den Stein ab und hat das jetzt bei sich im Inventar, das farmt für einen. Und so muss man sich selbst beispielsweise keine Cobblestones mehr farmen. Das ist einfach ein Minion dann? Genau, ist einfach ein Minion. Und das hat das dann im Inventar von sich drin. Von denen kann man auch noch mehrere craften. Seid jetzt wieder auch einen hingesetzt. Das sitzt selbstständig Steine und baut sie wieder ab. Und das ist sehr, sehr nice. Diese kann man dann upgraden. Es baut selbstständig Steine und baut diese dann wieder ab, aber wieder kommt ja genau, gar nicht in Plus. Das ist eine Art, an Ressourcen ranzukommen. Mega nice, oder? So, und okay, das geil. Hat, ich glaube, weiß nicht, was der Zyklus, sage ich jetzt mal, ist. Ich schätze mal so, einmal draufklicken, oben steht's, innerhalb von 14 Sekunden baut es einen Stein ab und dann weitere 14 Sekunden platziert es wieder einen, dann wieder 14 Sekunden, dann baut es einen ab. Maximal Storage 64, okay. Ja, genau. Und das ist eine Quelle, um Ressourcen zu kommen. Es gibt auch noch andere Minions, nicht nur Stein-Minions, sondern auch Eisen-Minions, Gold-Minions und vieles, vieles mehr. Und die kann man bei sich auf die Insel setzen und die arbeiten für einen und bauen Sachen. Feier ich schon mal ganz doll. Rumatra? Ja? Wie geil ist das? Das finde ich ganz cool, aber ich finde das, es nimmt, also ich finde es halt schade, dass man nur die Minions machen muss, die das dann verändern. Achso, nee, nee, natürlich kann man auch per Hand. Das ist nicht das Einzige. Übrigens, hier geht es auch nochmal runter, glaube ich. Und da ist auch noch eine Kiste mit Anfängersachen drin. Das ist eine Chest und hier haben wir ein paar Blöcke, Lava einmal, Bone Meal, Cobblestone und Erde, die wir halt benutzen können zum Bauen noch. Die können wir auch mal auch rausnehmen. Wo ist denn der Inselcode? Wie soll ich den verstecken? Ich habe alles. Und wenn wir uns jetzt weitere Ressourcen besorgen wollen, dann können wir das machen, indem wir in die Welt gehen. Aber vielleicht in den Multiplayer-Teil gehen. Aber wir könnten mal Folgendes machen. Ich habe mir meinen Crafting-Table hier gebaut. Den können wir auch einfach mal ganz durch die Ecke stellen. Und ich mache mal für jeden eine Holzspitzhacke, damit wir uns mal Stein besorgen können. Genau. Und damit können wir theoretisch schon in die normale Welt gehen und langsam anfangen, uns da auch Steine zu gönnen. Also entweder warten, dass das Minion was für uns macht. Muss aber nicht sein. Das können wir auch upgraden, damit es schneller geht. Ja. Und wenn wir durch dieses Portal gehen, kommen wir jetzt in den Multiplayer-Teil, wo wir unsere Ressourcen holen, damit wir hier auf unserer Insel weiterbauen. Lass erstmal ein bisschen an OP, also ein bisschen mehr OP werden, ganz fix, wenn das gehen würde. Ja, klar, aber das ist kein Problem. Das macht nichts. Das ist schon der richtige Schritt, rauszugehen, weil auf dieser Insel gibt es jetzt erstmal nichts am Anfang. Wir könnten höchstens Holz besorgen oder ein bisschen größer bauen. Aber wir müssen ja erstmal an Materialien kommen. Stein, damit wir uns Steinspitzhacken machen. Oder gut, geht auch sogar hier von dem Minion. Habe ich schon, ja. Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt. Einfach nur, um am Anfang mal zu zeigen, worum es geht und was man alles machen kann, wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich bin jetzt hier, wo seid ihr? Wo seid ihr in der Village? Magst du noch wieder zurück auf die Insel? Ich habe erstmal was Krasses schon mal gemacht. Egal, weiter geht's. Ich sehe euch nicht. Das ist unsere Insel. Jetzt müssen wir immer wieder loslaufen und Ressourcen holen und Stuff. Achso. Wir kommen. Müssen wir auch was essen? In derselben Lobby landen, denke ich mal. Ich bin gerade in die Lobby reingelaufen. Müssen wir auch was essen? Nö. Nö, müssen wir nicht. Hier hattest du keinen Hunger und die Werkzeuge verbrauchen ihre Haltbarkeit nicht. Aber dann brauchen wir gar kein Weizen, wenn man nichts essen muss, oder? Nee. Also hier gibt es Weizenfelder beispielsweise, die könnt ihr abbauen und die wachsen auch von allein wieder nach. Das darf man sich einfach klauen? Genau. Die einfach klauen, einfach abbauen. Digga, ich wollte das gerade alles bei uns bauen, das braucht man ja gar nicht. Das kann man einfach selber. Und dann geht euer Farming-Level auf Dauer hoch. Das Weizen kann man auch in den Shops verkaufen für Coins unter anderem, um seine Pearls zu erhöhen. Ist ja okay, und ihr geil. Ihr solltet relativ schnell mit dem Farming-Level aufsteigen, wenn ihr die Sachen abbaut. So, jetzt schreibe ich mal eine E-Mail an den Support, ob die euch beiden zu YouTube-Rang machen können und fürs nächste Mal seid ihr da safe. Also, ja, das ist gut. Magst du erstmal eine Woche dann Urlaub, aber falls wir mal spielen sollten. Ist geil, ja. Unterwegs. Genau. Kann man hier alles mitnehmen, was man möchte? Nee, nicht alles. Ein paar einzelne Sachen. Beispielsweise, dass Weizen in den Farmen geht, aber Blöcke kann man wiederum nicht hier abbauen, weil das nicht dafür geeignet ist. Die Ressourcen füllen sich auch von alleine komplett wieder auf. So. Ist ja viel chilliger, den ganzen Stuff hier mitzunehmen. Ja, wofür brauche ich Weizen, wenn ich eh kein Essen verliere? Deshalb kannst du traden. Pass auf.
Essen brauchst du nicht, aber es gibt ja auch ein Weizen-Minion, das kannst du bauen, das farmt für dich Weizen. Ja, Und aber was du mache kannst ich die dann mit Sachen dem im, Weizen? Also. kannst die Sachen in den Shops verkaufen. Und Okay. wenn du natürlich Weizen farmst und ein Level skillst, dann kannst du dir neue Rezepte freischalten in der Wheat Collection. Ihr könnt nochmal den Netherstar öffnen. Dann findet ihr Ja. ein Collection-Fenster, das ist dieser Bilderrahmen, das zweite Bilder. von links. Collection, ja. Und da seht ihr dann die verschiedenen Collections, also Farming Collection, Mining, Combat, Foraging und Fishing. Wenn ihr auf die Farming Collection mit der goldenen Spitzhacke geht, Ja. dann seht ihr, was ihr schon freigeschaltet habt für ein Item bei euch in diesem Spielmodus. Und wir haben jetzt den Weizen freigeschaltet und die Seeds. So. Ah ja, okay. Genau. Und wenn du auf das Weizen draufklickst, dann siehst du die Stufen, also es sind so Glasscheiben dargestellt, die Stufen, welche du schon erreicht hast. Ich habe jetzt beispielsweise schon den ersten beiden freigeschaltet, weil ich 130 Weizen gesammelt habe. Und Ja. jedes Mal, wenn du eine freischaltest, kriegst du ein neues Crafting-Rezept. Beispielsweise beim ersten, wenn du 50 Weizen gesammelt hast, kannst du dir einen Weizen-Minion machen und die auf die Insel stellen. Wenn du 50 Weizen gesammelt hast, das möchte ich, das möchte ich. Genau, kannst du gerne einmal durchgehen, dann hast du die Möglichkeit, das Weizen-Minion zu craften. Wenn du den Wie viel nächsten Weizen brauche freischaltest, ich? 50 Stück einfach sammeln hier auf den Feldern. Habe ich ja Ja, schon, die Dicke. sind. Wenn die Spieler das zulassen würden, dann geht das. Also wie gesagt, fürs nächste Mal, Ich habe das sind. 90. Ich habe 90. Sehr gut, sehr gut. Dann könntest du das beispielsweise schon craften. Das wird dann gemacht mit einer Holzharke. Außenrum jeweils 10 Weizen in jeden Slot. Und dann hast du einen Weizen-Minion, das wir bei uns beispielsweise auf die Insel stellen können. Das wird dann für uns Weizen produzieren, auch wenn wir offline sind. Also wenn du wiederkommst, ist Eine es unter Stone Tag Hoe und komplett. dann? Moment, du kannst craften folgendes, indem du den Netherstar öffnest und auf den Crafting Table drückst. Ach so, okay, Nether Star, Du zack. hast einen Crafting eingebauten Table, Crafting ja. Table immer dabei. Und dann Ja. hast du da sozusagen selbstgebauten Crafting Table, außer so dunkle Scheiben, und da kannst du dann die Sachen reinlegen. Beispielsweise eine Harke. Wenn du noch genug Sticks und Holz hast, kannst du eine Holzharke machen. Habe jetzt gerade einen aus Stein, das ist ja kein Problem. Nee, es muss noch. Oder ich weiß nicht, ob Stein auch geht. Ich glaube Holz. Holz muss es sein, echt? Ich glaube, beim Rezept war es Holz, weil das ist ein festes Rezept. Ah, okay. Und haben eine Harke. Also ich lasse Max das jetzt craften, dann brauche ich das nicht. Wir brauchen ja keine zwei Minions. Ja, so. Mach jetzt mal Und eine dann. Holzhacke. Zack, zack. Einfach eine Zack. ganz normale Okay, Holzhacke. und dann wie viel Dings Die außenrum? legst du dann ins mittlere Feld. Ja. Und außenrum füllst du mit Weizen auf, jeweils 10 Weizen, die in jeden Slot rein müssen. Das sind ja dann mehr als. 80 Weizen. Na, so viel Aber habe du ich noch hast schon nicht. genug, denke ich, dabei. Nee, doch nicht. Ich habe gelogen. Zack, Ist zack. halt erstmal ein bisschen zum Reinkommen, das geht. Und auch an die Zuschauer, ihr braucht uns nichts schenken. Ich denke mal, wir werden das alleine schaffen, uns ein bisschen voranzuarbeiten. Weed Minion. Der eine Typ Genau. hat ja schon Ja, eine er hat's Pulle, die gecraftet. Armor. Funktioniert. Das können Sie jetzt mal auf die Insel stellen und dann wird es auch Weizen produzieren. Oh ja, lass mal machen. Lass Okay, machen. dann das können wir gerne mal zurückgehen. Wie gesagt, wir sind jetzt eine Party, wir können es immer in eine Gruppe warpen. Übrigens, zum Zurückgehen, einfach auf den Netherstar klicken und Ja? dann findet Ja. ihr unten eine Weltkugel neben dem Name-Tag. Da steht Warp to Private Island. Du Bin kannst hier da, geil. jederzeit von überall wieder zurückkommen, egal wenn du mal weiter Und das weggelaufen kleine bist. Ding stelle ich jetzt hier einfach irgendwo hin. Genau, das stellst du hin. Hier steht noch, this location isn't perfect, weil ein Erdblock hier fehlt, aber der wird trotzdem jetzt anfangen zu farmen oder Sachen platzieren. Der hakt jetzt von alleine das Feld, Also was also von man kann ihm alleine? helfen, aber es macht es auch alleine und er pflanzt auch Seeds an, wie Hat du der denn sehen genug kannst. Seeds? Und guck mal, das wächst auch schon ziemlich schnell da hinten. So, ich habe die Location kurz perfekt gemacht. Muss ich ihnen Seeds geben, dass das irgendwie schneller geht? Nee, der macht das von ganz alleine. Es geht komplett automatisch. Guck mal, Und der hat der jetzt einen braucht Weizen auch schon. kein Wasser. Da, er hat er schon eins Braucht gesetzt. der Genau, man kann Essen? ihm natürlich helfen. Das geht. Dann ist er schneller. Ja. Wie groß ist So. denn das? Wie groß ist denn das Feld? 5 mal 5 Blöcke, also 2 Blöcke entfernt von seiner Mitte aus. Und der beschleunigt auch das Wachstum von den Pflanzen. Guck mal, da ist schon ein fertiges Weizen durchgewachsen. Alter, geil. Genau. Und so kriegt man jetzt Weizen. Komplett. Überleg mal, im Singleplayer haben wir halt so eine Weizenfarm gemacht mit einem Villager. Und hier haben wir halt so ein paar Automatismen. Das ist halt von dem Spielmodus her so gemacht, dass man es ein bisschen einfacher hat. Das ist aber normal in Minecraft nicht so drin. Alter, der macht das jetzt. Okay, geil. Ja, und wie Sauber. gesagt, man kann, wenn man Rechtsklick auf das Minion macht, ins Inventar von dem reingucken. Und Ja. oben seht ihr auch nochmal ein paar Punkte. Wenn man auf das Gold-Ingot klickt, kann man es upgraden. Wir brauchen für den nächsten Schritt 20 weitere Weizen in jedem Slot theoretisch. Oder verdammt kurz, 20, 40, 60, 80, 100, 160 Weizen bräuchten wir. Wir können mal zusammenschmeißen, vielleicht können wir upgraden. Wie viel Weizen habt ihr noch? 35. Ich Ich droppe mal habe eins auf den 80. Boden, Ist gedroppt. idealerweise. Dann mal gucken, wie viel wir zusammenkriegen. So, und ich glaube, das reicht. Beziehungsweise, ich würde es einfach Max lassen machen für den Erfolg und Okay, für zeig mal. das Erfolgserlebnis. Ich glaube, der das auch nochmal ganz gut hin. Nehmen wir alles Weizen, ne?
Und klick dann einfach mal auf Upgrade. Du kannst es auch stehen lassen. Hauptsache, du hast das weiße Inventar. Dann Next das Minion hier. anwählen, auf das Gold-Ingot klicken oben in der Ecke. Ja, und dann? So, kriegst du auf Level 2. Klappt das? 32 more brauchen wir. Okay, dann fehlen noch 32. Komm, das kriegen wir hin. Dann können wir hier ein bisschen Weizen mit abernten. 32 Stück noch. Boah, ganz ehrlich, dann. Warte, ich hole nochmal 32 weitere und sofort wieder da. Sauber. Okay, das ist Dann halt danke. geil, ne? Und hier ist es auch so, dass die Click to upgrade, Diamantrüstung. hat gereicht. Es hat gereicht, es hat gereicht. Okay, es hat gereicht, es hat gereicht. Dann hast du jetzt ein Stufe 2 Minion. Erfolg hast du auch bekommen. Und jetzt hat das mehr Lagerplatz in sich drin auf Stufe 2. Wenn du da reinklickst, dann hat das jetzt 4 freie Slots freigeschaltet, wo es Weizen drin lagern kann. Ah, das sind die Alter, freien das ist Slots. geil, das Okay, ist nicht im okay. nächsten Moment gibt es keine weiteren, auf der nächsten Stufe gibt es nicht nochmal weitere Slots, sondern dann ist es schneller. Dann braucht es keine 15 Sekunden mehr zum Ernten und Pflanzen, sondern nur noch 13 Sekunden. Und ist halt, ne, kann man sich dann hochleveln, 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 hochleveln und es geht fixer, fixer, fixer. Okay, das ist schon mal komplett geil. Lass uns mehr Ja. Minions holen. Ich denke, what the fuck ist das geil? Mit ein paar überschüssigen Sachen würde ich auch Folgendes mal machen. Wir können uns bei den Händlern Sachen kaufen in der Lobby. Wir Okay. könnten uns ein schönes Anfangsschwert vielleicht kaufen sogar, mit dem wir auch in der Mine Sachen häckseln können, wo wir dann an neue Materialien kommen. Hier hinten gibt es den Adventurer. Also gut, ich muss euch wieder warpen, P-Warp. Oh, Zack, seid wow. ihr? Ja? Ja. Ching. Hallo euch beide. Seht ihr Ja, mich wir sind hier? da. Genau. Hier drüben gibt es Händler, die stehen herum. Hier gibt es beispielsweise einen Lumber Merchant. Den kann man, könnt ihr anklicken mit Rechtsklick. Der sieht so aus wie ein Hauptsteller. Und da könnt ihr Sachen von kaufen. Aber warte mal ganz kurz. Ich glaube, wir müssen noch erstmal labern. Das geht noch gar nicht. Könnt ihr den schon anklicken? Ich kann ihn schon anklicken, ja. Ich hab ihn auch angeklickt. Ah, wahrscheinlich geht das nur nicht mehr gleichzeitig. Buy and sell Access, genau. 25 Und dann Coins könnt brauche ihr. ich dafür. Genau. Und die Sachen kosten halt Coins. Und die Coins können wir uns jetzt erfarmen. Ich würde mal reingehen und die Seeds verkaufen, die wir gefarmt haben. Ich habe jetzt 230 Coins und davon können wir eventuell ein paar Sachen kaufen auch. Vielleicht noch nicht ganz. Beim Waffenschmied gibt es ein schönes Schwert, was auch für den Anfang viel macht. Aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen Coins farmen, weil wir haben nur 234, wir brauchen 300. Ich habe nur Folgende Idee. 28, holy shit. Folgende Idee. Wie wäre es mit einem Kohle-Minion? Damit wir Kohle haben. Das wäre so das nächste, wo wir ran könnten. Lass das machen, wo geht das? Hier bei der Kohlemine. Max, einmal umdrehen, andere Achso, ich Richtung. laufe gerade völlig random, ja. Orientieren, hier hinten bin ich. Hier geht es zur Kohlemine. Können wir mal durchlaufen. Links ist auch ein Wie viele Schmied. Wer Minions macht können wir da auf einmal Sachen? bauen? Wir können aktuell, glaube ich, 6 oder 7 auf einmal haben. Wir können uns aber mehr Slots davon freischalten, dass wir mehr Minions machen können, Ja. wenn wir viele verschiedene Minions haben. Also je mehr Minions wir craften und upgraden, umso mehr Slots bekommen wir, dass wir wieder neue setzen können. Was ist denn ein gutes Produkt zum Handeln? Alles Mögliche, was du farmst. Du kannst auch, also du kannst alles, was du generell farmst, beim NPC verkaufen. Wir können dir die Steine nehmen, wir können dir die Kohle nehmen, was du, oder entweder du benutzt das für eigene Minions, du verkaufst die und später kann man sie halt auch vernünftige Farmen und ähnliches machen. Das kommt aber dann noch. So, und wir können mal ran und ein bisschen hier Kohle einsammeln. Ihr habt vielleicht schon eine Steinspitzhacke, mit Holz geht's, glaube ich, auch. Wir haben auch das Cobblestone-Minion freigeschaltet zum Craften. Wir haben ja schon eins, ne? Ja. Wenn wir ein zweites machen, können wir es jetzt auch craften. Sehr gut. Macht das Und das nicht haben Sinn, wir sich auf hier. einen Rohstoff zu konzentrieren und da exponentiell hochzuballern? Ja, können wir für den Anfang auch machen. Muss man jedem dann einmal machen, eventuell. Kohle, Also, ich sagst du, habe macht Sinn, schon. ja? Und wie kommen wir an einen Diamanten-Minion ran? Macht, das ist ja eigentlich das beste Gefühl, oder nicht? Genau, dafür müssen wir 80 Diamanten farmen und das finden wir in der Deep Mine. Da können wir dann eventuell auch bald hin. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, da gibt es ein paar Vorbedingungen. Jetzt direkt hin geht es noch nicht. Da gibt es auch Mobs drin, wo man sich durchkämpft. Und unten sind Alter, ist Diamanten, die das kann man geil. abbauen. 80 Stück kann man farmen und dann Das ist haben wir den viel geiler, als eingesetzt. du das erklärt hast. Also Du meinst Rumatra jetzt so. hat es ganz schlecht erklärt. Du hast es besser erklärt. Na gut, du weißt halt auch nicht, was mir Bock macht. Gut, ich bin auch so am Suchten schon. Ne? Ich habe so vor 1,5 Monaten angefangen auf meinem Was? Hauptprofil und bin da schon ein bisschen weit. Ich habe schon 17 Minion-Slots freigeschaltet Ja. und auch das beste Schwert schon gesammelt und so Sachen. Und was auch cool ist hier, die Ressourcen füllen sich halt auf. Ne? Immer wieder ploppt was Neues auf. Die werden Ja. nicht alle, sodass man nicht ewig rumeiern muss und suchen muss, bis man was hat. Und so hat man vielleicht Spaß, immer wieder was Neues zu entdecken. Ne? Ja. Und die Collection geht langsam hoch. Wir müssen insgesamt schon 89 übrigens haben. Oder nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Entschuldigung. 28 Kohle habe ich gerade. Ich habe 6. Wir haben, glaube ich, auch schon freigeschaltet, das Kohle-Minion. Ne? Wie Ja, geht das? Mining Collection. Kohle haben wir freigeschaltet. Wir können das Kohle-Minion schon craften jetzt. Okay, zurück auf die Insel Netherstar und War Private Island. Genau, da können wir sofort zurückgehen. Geil. Dann würde ich Max auch mal alle Kohle geben wieder. Dann darf er das Kohle-Minion craften. Dazu muss er eine Holzspitzhacke machen und außenrum wiederum 10 Kohle in jeden Slot reinlegen. Holzspitzhacke, zack. Genau. Kann ich das auf dieses Crafting-Table hier packen? Ja, ne? Ja, klar. Geht in jedem Crafting-Table. 10 Kohle immer.
Haben wir denn genug? Müssen wir vielleicht haben. Hat, ja, haben wir. Alter, der sieht ja nice aus. Sehr gut. Dann haben wir ein Kohle-Minion. Und das können wir jetzt auch einmal in die Ecke stellen. Das wird für uns jetzt Kohle produzieren. Wir können uns ja hier vielleicht ein bisschen die Insel größer bauen. Lass sie mal begradigen. Ja, wir können begradigen oder auch größer bauen und so. Also zunächst mal, ich glaube, wir haben am Anfang 6 Minion-Slots verfügbar. Ich kann nochmal ganz kurz überprüfen. Wir können maximal 5 setzen. 3 haben wir schon platziert. Und wir müssen... Ist das zweite Minion jetzt auch schon Level 2? Ah, das nee, okay. Ist noch Level 1. Was ist denn richtig geiler Rohstoff, sagst du? Oder ist alles gleich gewertet? Ja gut, wir haben jetzt Kohle und wir haben jetzt Weizen. Wir könnten ja auch schon mal losgehen Richtung Eisen und Gold.